Ich kann hier auch aus dem Bild nicht raus. Ach, hier unten. Tatsächlich. Ich muss das rechtzeitig in dem Feld finden. Retro Gaming. Commodore C64. It's Commodore time. C64. It's Commodore time. Enjoy my channel and have fun. Herzlich willkommen, liebe Retro Gaming Maniacs, Commodore Begeisterte und vielleicht diejenigen, die es noch werden wollen, zu der neuen Ausgabe C64 Games am laufenden Band. Damit meine ich am laufenden Tape. Vorausgesetzt, das Tape läuft. Ich bin ja immer noch dran hier in der International Arcade Action. Wir haben von den 50 Games noch lange nicht alle gesehen und ich werde mich und euch damit auf jeden Fall auch in weiteren Folgen noch quälen. Und zuletzt haben wir Crazy Golf uns angeschaut. Das macht einen wirklich crazy, wenn man es länger zockt. Als nächster auf der Liste nennt sich Quadrato. Jetzt wollen wir mal gucken, ob er das findet. Die Quadratur des Kreises. Für mich klingt das wieder nach irgendeinem Puzzle-Game. Da hat das auf jeden Fall schon mal gefunden. Bandzählstand 117. Ja, bei ungefähr 123 wäre er fertig. Man sieht also, es lädt eigentlich nie lange. Oh, ich habe da ein ganz mieses Gefühl, weil das da gerade zwischendurch geblinkt hat. Ich fürchte, dass diese Folge schon wieder richtig gut startet mit einem nicht laufenden Game. Denn gleich müsste er anhalten, wenn er das... Ah, es funktioniert doch. Also kurze Schrecksekunde gehabt. Aquasoftware. Das habe ich jetzt schon öfter mal gelesen. Get ready. Ja, ich bin so ready, wie man nur ready sein kann. Ready to rumble. Die Question ist hier nur... There is a house in Texas oder sowas. They're called the Rising Sun. La 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 la. Ja. Oh mein Gott. Was bitte ist das? Kann ich überhaupt? Was muss ich denn machen? Ah, ich muss was finden wahrscheinlich. Ein Bild finden, wo das so vorkommt. Wie denn? Wo denn? Was passiert denn, wenn ich hier drücke? Was habe ich gemacht? Ist wahrscheinlich verkehrt. Da bewegt sich ja nichts. Also ich fürchte, ich muss irgendwas... aber wie denn? Hä? Wenn ich was drücke da? U-Score minus... Ja, ich muss wahrscheinlich das Muster da finden. Aber das kann ich doch gar nicht. Und ich kann hier auch aus dem Bild nicht raus. Ach, hier unten. Tatsächlich. Ich muss das rechtzeitig in dem Feld finden. Das war jetzt einfach. Okay. Was finden, was so aussieht? Zwei übereinander und einer unten rechts. Da. Dann mache ich es richtig. Okay, man muss das also... Das ist ein Suchspiel. Ist es auch ein Suchtspiel? Wahrscheinlich nicht. Aber es läuft. Immerhin. Und ich komme so langsam wieder in Pluswerte. Es geht wahrscheinlich jetzt so lange, bis die Zeit abrennt. Oh, wo finde ich denn jetzt einen einzelnen? So, da. Das ist auf jeden Fall ein interessantes, sagen wir mal, Hand-Auge-Koordinations-Game. Wo finde ich denn jetzt einen einzelnen? Da. Ich habe keine Ahnung, wie der die Punkte berechnet. 2-1. 2-1. Ich sehe wahrscheinlich wieder, wollte schon sagen, den Wald vor lauter Punkten nicht. 2,
diagonal, da sehe ich was, das könnte man hier machen. Manchmal scheint es auch mehrere Möglichkeiten zu geben. 3 in a row, diagonal, haben wir hier direkt gesehen. Nur 2. Da unten. Irgendwie gibt das dann auch wieder neue Punkte. Da oben sehe ich was. Nee, das ist aber... Nee, hier, da. Na, geh eins weiter. Zack. Jawohl. Wahrscheinlich ist es so, wenn die Bonus-Score abläuft, dass dann Game Over ist, oder? Oh, das ist jetzt etwas schwieriger. Wie so ein Dach und dann... Ah, hier. Ja, und es gibt dann auch wieder Bonus-Score obendrauf. Okay. Da habe ich den. Der war jetzt leicht, weil er direkt in der Nähe war. Ich glaube, das ist nicht das. Okay, jetzt wird es schon schwieriger da. Das sah auch nicht. Ja, ich glaube, gleich ist Game Over, aber... Hier. Genau mit der Null. Aber der hat die Punkte wieder... Aha, wahrscheinlich habe ich da gerade Schwein gehabt noch. Da. Ja, dieses Game ist also schon 33 Jahre alt, ne? Das waren noch Zeiten, Leute. Das ist jetzt hier mal so richtig alt. Oh Mann. Ach, da unten. Da kann man sich richtig alt fühlen. 2 alleine. Da. Ich habe, glaube ich, gerade einen Lauf. Ich knack den Highscore. Jetzt, wo ich das kapiert habe. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Da. Ich bin so gut. 2, 1, 2 übereinander, 1, das da. Okay. 2 und deiner unten links, da haben wir's. Passt schon. Mission Highscore knacken. Danach lasse ich das durchlaufen. Gib mir alle Punkte. Kriege ich die Bonus-Score dann gut geschrieben? Das kann natürlich sein. Ja, das ist möglich, dass er mir dann die 1300 irgendwas gut geschrieben hat. 3 in einer Reihe und dann einer unten. Oh, wo ist der? Da unten ist er. Da gab es nicht mehr so viele Points. Wollte gerade sagen, jetzt bin ich aber fast blind hier gewesen. Vor lauter Punkte nicht gesehen, was wo. So ein Y umgedreht. Ein umgedrehtes Y. Scheiße, ich glaube, diesmal verkacke ich tatsächlich. Naja, wenn die Zeit abgelaufen ist... Ich kann mich ganz eintragen. Da 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 da. Nicht ganz den ersten Platz gemacht, nachdem ich gerafft hat, wie es geht. Aber okay, kann man mal machen. Nein. Wie sieht das Listing aus? Wie lang ist das? Würde mich mal interessieren. Okay. Da sieht man, wie das Feld gemalt wird. Ja. Das ist schon was länger. Also ich sag mal so, für ein Basic Game, so was vielleicht auch ein Abtippspiel hätte sein können. Guck mal du, das ist ja richtig lang. Da ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Es ist also tatsächlich spielbar. Das war jetzt Quadrato. Okay, ein interessantes Knobelspiel. Suchen muss man da einfach nur. Auf der Suche nach dem Spielspaß, ja, den kann man hier tatsächlich für einen Moment haben. Wer hätte das gedacht? Wie heißt das nächste, was er da finden soll? Connect. Okay. Verbinde sie. Wie auch immer.
Wenn das, ja, da hat das gefunden. Connect. 125 sollte bei spätestens 130 rum sollte erst geladen haben. Okay. Mhm. Danach soll dann ein sogenanntes 2D-Tennis kommen. Ich würde mal vermuten, dass das nichts weiter als Pong sein wird. Run. To play against the computer, type C-64 in for one of the player's names. Tomaniac? C-64. Tomaniac, Joystick 1, normal oder small game? Normal. Tomania is new. Was bin ich denn? New. Was kann ich denn machen? Ich kann Linien ziehen. Und jetzt C64 ist new. Die Frage ist nur, was muss man connecten? Muss man eine Linie gerade... hallo? Was? Wie jetzt? Fertig? Wie kann ich denn Linien ziehen? Was kann ich überhaupt machen? Ich verstehe das nicht. Muss ich eine Verbindung da am C64-Ding machen? Ich verstehe gerade zwar überhaupt nichts, aber... ich weiß gar nicht, wie ich hier was verbinden soll. Und schon gar nicht wo und was das für einen Sinn machen soll. Ich kann hier... wo muss ich denn die Verbindung hinsetzen? Hey, Raffnex! Mach deine scheiß Linien dahin doch! Da, was soll das denn hier? Mip, möp, möp, mip, möp. Ich verstehe gerade nur Bahnhof. Was habe ich gemacht? Ich verstehe hier gar nichts. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen muss. What? Was mache ich hier eigentlich? Verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen soll. Anscheinend macht der Computer auch... sind das dunkelrote Striche und ich mache... nee, der macht aber auch schwarze. Jetzt glaube ich, raff ich das langsam. Man muss zwei Punkte anklicken. Zwischen denen verbindet er dann irgendwie... kann das sein? Ja, jetzt kapiere ich das schon mal. Okay, aber was man hier wie verbinden muss, frage ich mich. Was passiert dann? Nicht die geringste Ahnung, was ich hier machen muss. Was wird das eigentlich dann, wenn es fertig ist, ist die Frage. Ich kann das bis da oben verbinden, ja. Was passiert denn, wenn die Linie dann irgendwann mal durchgeht? Ich verstehe. Es geht darum,
dass man hier Kästchen einfärbt. Jetzt hab ich's kapiert. Das ist so, wie man es früher gespielt hat, Käsekästchen. Also jeder zieht immer eine Linie. Und wer das Kästchen zumacht, dem gehört's. Jetzt habe ich es kapiert. Meine Güte, habe ich jetzt aber eine lange Leitung gehabt. Ja, aber woher soll man es wissen ohne Anleitung, ne? Da wird sich die Lage irgendwann ziemlich zuspitzen. Ja, das kann ja dann noch ewig so weitergehen. Auf jeden Fall hat man jetzt das Spielprinzip kapiert. Man muss Kästchen ziehen. Und derjenige, der das Kästchen zumacht, dem gehört dann dieses Kästchen. Wer dann am Ende die meisten Kästchen hat, der hat dann gewonnen. Deswegen connect them. Wollen wir die Spannung mal etwas erhöhen? Und ich wette, der Computer wird sich keinen Fehler erlauben in dem Moment. Ja. Das wird jetzt langsam immer voller, das ganze Ding. Und dann wird es irgendwann immer schwieriger, ne? Noch gibt es ja hier genug Lücken. Aber ich baue hier schon mal vor. Das wird dann irgendwann, geht das Knall auf Fall. Das kann ja ewig dauern. Das Ganze geht jetzt schon 6 Minuten. Also ich spiele das maximal, bis die Uhr da oben 10 Minuten angezeigt hat. Das reicht dann auch. Mal gucken, wie weit wir bis dahin sind. Weiter kann ich da unten in der Ecke nichts machen. Okay, das kann ich hier oben zumindest auch noch. Bitte mach irgendwann den ersten Fehler und ich kann auch ein Kästchen zumachen. Gibt sich da erstmal keine Blöße. Tja. Dann nehme ich hier mal die Ecke, ne? Da geht ja auch noch. Irgendwann wird's eng. Na? Das scheint jetzt ganz schön zu überlegen. Okay. Da hat die Überlegung schon länger gedauert, was? Kommst du ins Schwitzen oder was? Bitte mach einen Fehler. Please, ich will auch einen Punkt haben. Zumindest
blinkt dann jedes Mal kurz auf, wo er einen Strich macht. Ja, bringe ich ihn ins Grübeln jetzt langsam. Noch geht hier unten zum Beispiel. In dem Punkt bin ich im Moment anscheinend schlauer als der Computer. Ich muss nicht so lange überlegen für den nächsten Zug. Aber es kann sich irgendwann noch ändern, denn bis jetzt erlaubt er sich ja auch keinen Fehler. Er muss nur länger nachdenken. Wenn man bedenkt, das ist wahrscheinlich auch in Basic geschrieben, dann muss man sagen, ja, alle Achtung, also einen gewissen Respekt, ne, für die KI, sage ich jetzt mal, das so zu bauen, dass er das so dann ja ausrechnet sich, wie er den nächsten Zug machen soll. Das ist schon interessant. Jetzt haben wir gleich die 10 Minuten. Aber irgendwie habe ich gerade Lust, noch weiterzuspielen. Jetzt mittlerweile, wo geht noch was? Da geht noch was. Ich würde sagen, es gibt noch ein paar Lücken, wo man was machen kann. Aber wenn da nachher alles dicht ist, dann geht das Schlag auf Schlag, glaube ich, mit dem Zumachen. Wenn da so praktisch fast nichts mehr zu setzen ist, dann wird's spannend, liebe Leute. Da unten, okay. Hier geht auch noch was. Da geht zum Beispiel noch das. Ja, der nächste ginge dann sogar auch noch. Ja, langsam wird das Labyrinth immer enger hier. Ich hoffe, das geht irgendwie so weit auf, dass ich nachher als Erster am Zug bin, um alles zuzumachen. Ja, jetzt wird es wirklich langsam eng. Ich glaube aber, ich kann da noch weitermachen. Exakt. C64 ist nu. Ist nu dran. Na? Na, kommen Sie ins Schwitzen? Nee. Oh, da sehe ich sogar noch was. La 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 la, da gibt es sogar noch. Ja, links daneben gibt es auch noch eine Möglichkeit, wenn der mir den jetzt gleich nicht wegschnappt. Nu? Wo macht er hin? Da oben. Okay, ja, dann mache ich hier unten weiter. Das haut nämlich noch hin. Ah, ich sehe noch was. Ja, ich sehe noch mindestens zwei. Mal gucken, wo der jetzt seinen Strich hin macht. Ja, das geht, weil du hast dann noch zwei Öffnungen. Ja, so allmählich wird's eng. Ah, ich sehe immer noch was. Ja. Geht auch noch. Weil da gibt es immer noch zwei Möglichkeiten. Bin gespannt, wo er den hinmacht. Lalalalalala. Okay. Kann man immer noch nicht zumachen. Ich kann aber hier oben weitergehen. Das geht. Jawohl. Jetzt gibt es, glaube ich, nicht mehr viele Möglichkeiten. Gibt es überhaupt noch welche? Komm, mach deinen ersten Fehler. Scheiße, er hat noch einen gefunden. Ah, ich sehe auch noch einen. Damit hast du nicht gerechnet, was? Werden wir doch mal sehen hier, doch. Also man merkt,
die Rechenzüge dauern immer länger beim C64. Er muss immer mehr überlegen. Oh mein Gott. So wie es aussieht, gibt es auch immer noch genug Ausweichmöglichkeiten. Man muss nur genau hingucken. Ne? Heieiei. Nachher kommt das Feuerwerk, wenn einer den letzten Strich macht, wo nichts mehr geht. Bitte lass mich nicht derjenige sein, der den letzten Strich machen muss. Oh fuck. Das, ja. Langsam wird's eng. Ah, ich sehe aber immer noch was. Ich habe auch noch was gesehen. Das müsste hier gehen. Nee, halt, stopp! Nein. So. Ich hoffe, ich habe das jetzt rückgängig gemacht. Scheiße. Da oben geht noch. Ja, das geht. Jetzt wird es wirklich langsam eng, Leute. Bitte lass mich nicht derjenige sein, der den letzten Strich machen muss und Dings macht mir hier alles. Oh fuck, jetzt wird es wirklich eng. Scheiße, ich sehe nichts mehr. Ah, ich sehe noch einen. Ha. Oh. Boah. Was? Scheiße, nein, ich habe Mist gebaut. Oh nein. Mist. Ich habe nicht aufgepasst. Oh, Dreck. Jetzt seht ihr, was passiert. Ich bin am Arsch. Wobei, ganz weit kommt er nicht. Hoffe ich. Mist. Jetzt muss er aber irgendwo einen Strich machen. Hoffentlich findet er keinen mehr. Das gibt's nicht. Der hat noch einen gefunden. Scheiße. Gut, jetzt muss ich überlegen, wo ist der Schaden am geringsten? Wahrscheinlich da außen in der Ecke. Also hier. Ja, muss ich einfach machen. Geht nicht anders. Ja, toll. Und dann lässt er... Ah, ich weiß, was passiert. Der lässt mir dann ein... Ein Lester mir. Oh, scheiße. Na? Wenn er schlau ist, lässt er mir den unten rechts in der Ecke. Okay. Oh, wenn das so ist. Jetzt bin ich dran, Freundchen. Mein erster Punkt. Mhm. Ich weiß, wo ich dir den Punkt hinsetze. Wenn du es nicht machst, mach ich's. Da kriegst du nämlich nur einen. Jetzt kommt der Schlagabtausch. So, bitte, jetzt mach einen Fehler. Aber ich muss sagen, der Computer ist ganz schön schlau. Bin mal gespannt, wo er den hinmacht. Weil da geht es im nächsten Schritt wirklich nur noch drum zu gucken. Okay. Wo machst du möglichst wenig Mist? Muss natürlich auch genau überlegen, wie ich die Dinger setze. Schlecht aus. Ich frage mich, inwiefern
einer das einkalkuliert hat. Im Idealfall kann ich jetzt vielleicht ganz gut abräumen. Ich gehe auf jeden Fall im Moment in Führung. Und ich werde gucken, dass ich da unten rechts irgendwo was für den frei halte. Weil wenn es jetzt gut läuft, kriege ich das alles durch. Und gewinne das Ding vielleicht am Ende doch noch. Auch wenn es überhaupt nicht danach ausgesehen hat vorhin. Ah. Jetzt räume ich ab. Jetzt zeige ich es dir doch. Wenn ich das geschickt anstelle, komme ich bis oben durch. Und dann hoffe ich, dass die Zahl reicht und ich mehr am Ende habe als der C64. Aber ich muss sagen, der spielt echt schlau, ne? Muss man schon. Wobei, ich hätte jetzt an C64-Stelle, hätte ich da unten rechts neben den gelben Cs irgendwas gemacht. Schön rum. Hoffentlich ärgerst du dich richtig, du C64, du. Weil du mir dieses schöne Geschenk hinterlassen hast. Am Ende zahlt es sich aus. Ich habe erst gedacht, das verkacke ich auf ganzer Linie. Gut, das könnte nachher trotzdem noch knapp werden. Ich werde dir auf jeden Fall da unten irgendwo eingeben müssen. Mal gucken, wie ich das mache. Wo hat der dann möglichst wenig davon, ist die Frage. So, jetzt muss ich ganz genau überlegen, wie ich das mache. Wenn ich den dazu mache, ja, dann kann er das ganze Feld unten hier nur kriegen. So schlecht war. Im Idealfall. Ja gut. Na sicher, der macht das ganze untere Feld voll jetzt. Wenn er sich geschickt anstellt, ja. Naja, dann geht er mich anschließend noch darüber, richtig. Und geht dann, im Idealfall geht er einmal oben rum. Ja, richtig, genau. Wenn ich ganz viel Glück habe, kriege ich den ganzen Rest oben rechts. Mach den Sack zu und besiege den C64. Das wäre schön. Ich hoffe, ich habe das taktisch klug überlegt. Ja, da kann er jetzt das alles zumachen. Naja, also die kriegt er alle da unten. Aber das habe ich schon einkalkuliert. Jetzt muss er nur noch den einen unten zumachen. Und mir dann hoffentlich hier die Gelegenheit geben, dass ich den ganzen Rest krieg. Die Frage ist, rechnet er das noch durch oder sagt er dann gleich einfach, dass ich gewonnen habe? Na? Wo machst du denn hin? Na? Okay. Ja, jetzt kann ich, glaube ich, den Sack, wenn ich mich nicht zu dumm anstelle, relativ zumachen. Ne? Ah, da muss ich schon ein bisschen überlegen, wie ich das anstelle. Ich kann den Sack gar nicht zumachen. Scheiße, der hat da tatsächlich noch was gefunden. Das wird, glaube ich, ganz schön eng. Ich kriege da nichts mehr zu. Scheiße. Ja, die kriegt er alle. Die Frage ist nur, reicht das jetzt in meinem Fall? Hm. 21. 30, 21, 23. Oder ich glaube, das geht ganz knapp. Das wird knapp.
23, dann 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 38. Ich glaube, ich gewinne um einen Punkt, wenn ich das richtig sehe, wenn ich mich nicht verzählt habe. Boah, dann wird das um Sackhaaresbreite, wird das doch. Eine längere Session hier, aber spannend. Naja. Ja, das müsste er jetzt zumachen. Dann sollte ich das, glaube ich, gewinnen. Um einen Punkt, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ja, ich glaube, ich gewinne das um einen Scheißpunkt. Das wäre so krass. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ja, ich glaube, ich gewinne das wirklich um einen Punkt. Und dann gucken wir uns nachher noch 2D-Tennis an. Und dann haben wir hier auch eine recht lange Folge, die ich dann möglicherweise knapp gewonnen habe. Ah, ich sehe gerade was. Der kann gar nicht weiter zumachen. Ah, dann habe ich sowieso gewonnen. Haha, habe ich dich. Hatte ich den falschen Stick? Da. Jetzt mache ich den Sack zu. Ich hätte sogar gedacht, ich hätte jetzt gedacht, der macht alle zu, aber war ja nicht so. Und damit fahre ich das ein. Haha! Tomania, Tomania win! Wer ist der Master hier of the Grübel? Im Käsekästchen spielen war ich immer gut. Ich musste nur jetzt erstmal rausfinden, um was es hier ging und was man hier machen musste. Und dass es das ist, another game, nein. Aber ich muss sagen, die Computerintelligenz war eigentlich ziemlich gut. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man das so programmieren kann, dass die KI wirklich so doch recht fordernd eigentlich nachher auch ist. Am Anfang sah das alles ziemlich wild durcheinander und ziellos aus. So sieht das Programm aus. Okay. Ich habe vom Programmieren keine Ahnung. Deswegen spiele ich das auch einfach mal so ab. Nein, was cool aussieht. So. Da wollen wir uns mal das 2D-Tennis angucken. Wenn das nicht Pong ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Ab Position 100, ja, bis 141, wenn das, ja. Found 2D-Tennis. Das letzte Game für diese Ausgabe. Aber mal schauen, ob das läuft, ne? Sind wir mal gespannt. Ja, ja. Da haben wir noch ganz schön was vor. Denn das ist erst Game Nummer 15 von 50. Also irgendwie so über die Monate rum wird es dann immer mal wieder eine Aufnahmesession geben, wo ich die Datasette anschließe und wo ich dann dieses Tape weiter durchgehe, bis wir irgendwann mal die 50 gesehen haben. Zwischendurch wird es aber auch ein paar kommerzielle, vernünftige Games geben, das kann ich euch schon versprechen. Okay, 2D-Tennis-Game. Muss ich jetzt noch wieder warten, bis da sich was tut. Name Player 1. Spielt das eine Rolle bei einem Pong-Game? Also wenn es denn überhaupt eins ist, ich weiß es ja noch nicht. Mr. Egalo. Game Level 1. Boah, gehört das so? Get ready. Jetzt ist natürlich die Frage, welchen Stick muss man benutzen? Muss man überhaupt einen benutzen? Ich bin so ready, wie man ready ja gar nicht sein kann. Muss ich einen Feuerbutton drücken? Wenn, dann anscheinend nicht diesen. Muss ich den anderen Feuerbutton drücken? Wahrscheinlich auch nicht diesen. Muss ich einfach nur noch einen Moment warten? Space? Start with F1. Ah, guck mal, man musste wirklich so lange warten. What in the world is that fucking thing? Und jetzt? Was ist hier los? Was ist das Rote? Hallo? Sag nicht, das sind die beiden Kontrahenten, die hier den Platz betreten.
Und wo geht ihr jetzt hin? Kann man das nicht abkürzen? Nein, natürlich nicht. Man muss sich also diese ganze Szenerie hier angucken. Geht's dann auch mal los, oder was? So. Da haben die beiden Kontrahenten jetzt Shake Hands gemacht. Das fand der Programmierer wohl total cool, den Game-Inhalt künstlich in die Länge zu ziehen. Wenn das nicht am Ende eine Pong-Variante ist, dann weiß ich es aber auch nicht. So. Ich hoffe, ich habe den richtigen Joystick in der Hand. Was ist das für eine Scheiße? Ach du je. Also, rechts ist runter und links ist rauf. Was denn das? Rauf ist dann nach rechts und runter ist nach links. Muss ich meinen Joystick quer halten, damit ich das kapiere, oder wie jetzt? Noch schlimmer geht's ja wohl nicht. Tatsächlich. Ich muss meinen Joystick seitlich halten, so, damit ich dann die Steuerung einigermaßen kapiere. Gibt's ja gar nicht. Muss man dann auch noch den Knopf drücken, um den Ball zurückzuschlagen, oder wie ist das gedacht? Wo ist denn der hingegangen? Auf jeden Fall habe ich den Punkt gemacht. Oh, ist das lahm. Das ist jetzt mal nicht euer Ernst, oder was? Ball, please. New balls, please. Der Computer reagiert auch richtig gut. Ich mach dich fertig. Das ist jetzt hoffentlich kein Zwei-Player-Game. Nur mal so Interesse halber. Schieb mal den Ball rüber. Ja, natürlich ist das ein Zwei-Player-Game. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre kein Zwei-Spieler-Game. Wir haben jetzt nicht einen Ball returned, ne? So richtig. Du kannst das nicht abkürzen. Nein, kannst du nicht. Fuck. Ich würde sagen, das reicht mir aber auch. Also, mag zu zweit ja vielleicht interessant sein, weil man mit seinen Tennisspielschlägern ja auch Richtung Bildmitte und wieder nach außen gehen kann. Ja, aber das muss ich jetzt nicht länger zocken, glaube ich. Okay, damit schließen wir diese Folge hier ab, nämlich die Games am laufenden Band, die C64 Games. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen Spaß gemacht und ich hoffe, es war euch jetzt nicht zu langweilig. Und wenn es euch gefallen haben sollte, dann wäre das geil, wenn ihr das mit einem Daumen nach oben honorieren solltet, würdet, machen, tätet. Wäre total geil, würde mich freuen. Und ein Abo wäre natürlich noch viel geiler, würde mich noch mehr freuen und motiviert ungemein zum Weitermachen. Wie dem auch sei, bleibt einfach am Ball, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, zock mal wieder mit Tomaniac. Macht's gut, ihr Lieben.